So, hallo und herzlich willkommen hier an alle Daytrader und die, die es noch werden wollen. Ich bin der Joe und wenn dich das Thema Daytrading und das System interessiert, dann lass doch gerne ein Abo da, ein Like, ist alles for free. Und ja, ich würde sagen, wir gehen auch gleich in die systemische Analyse. Was steht heute an? Wir schauen uns Bitcoin, Ethereum an und ein paar Altcoins heute als Samstags-Update. Ja, da gehen wir auch gleich in die Chartanalyse rein. Bis gleich nach dem Intro. So, und wir fangen hier mit Ethereum an. Bei Ethereum sind wir ja hier seit diesem Level short. Ich genau bei 1.229 US-Dollar, also seit hier. In dem Bereich bin ich short gegangen. Der Trade an sich läuft bis jetzt sehr gut, läuft komplett nach System. Haben hier auch schon fast unser Ziellevel erreicht, hier diese rote Box. Jetzt hat der Markt kurz davor nochmal gedreht. Baut hier intern leicht bullische Sequenzen auf. Ob die reichen, weiß ich nicht, gehe ich nicht davon aus. Unser Trade ist nach wie vor valide. Was jetzt der Markt machen kann, ist, dass er hier nochmal das BC-Korrekturlevel anläuft, um dann vollends hier runter zu gehen, in diesem Bereich eventuell nochmal oder auf diese rote Linie bei 1.254 US-Dollar. Das wäre möglich. Darf der Markt auch gerne machen, weil er hat bis jetzt noch keinen einzigen Korrekturlevel angelaufen in dieser Abwärtsbewegung. Ja, das ist eigentlich eine Bewegung nach unten. Deswegen wäre es jetzt gar nicht verkehrt, wenn jetzt hier nochmal das BC-Korrekturlevel anläuft, hier nach oben auf die 1.309 bis 1.320. Unser Stop-Loss ist ja auf den Entry, also auf 1.290, wer hier oben mitgegangen ist. Das heißt, auch wenn jetzt der Markt hier hochgehen sollte, werden wir nicht ausgestoppt und wir erreichen dann trotzdem das Ziel. Kann aber auch sein, dass der Markt hier nur kurz seitwärts läuft, so wie hier in dieser Phase. Und dann zack, runter macht und dann den finalen Move nach unten geht, hier in diesem Bereich. Und der Trade dann somit geschlossen wird im Profit. Ich habe meinen Profit auf 1.270 US-Dollar hochgeschraubt. Ja, das wäre hier oben. Ja, kann einfach sein, dass der Markt hier schon davor wendet und nach oben geht. Deswegen Profite nehme ich hier bei 1.270 US-Dollar, nicht bei 1.260, wie ursprünglich geplant. Weil, wie gesagt, es kann sein, dass wir hier ein 1.262 und 1.263 wenden und dann gleich nach oben steigen. Also das ist erstmal der Fahrplan für Ethereum. Kann sein, dass wir hier hochsteigen in diesen roten Bereich und danach das finale Level erreichen hier unten oder konsolidieren, runtergehen. Ja, gucken wir mal diese interne Sequenz, wo die uns hinführen würde, ob die sich überschneiden würde mit diesem roten Bereich hier. Dafür gehen wir einfach die Fibonacci Extension nach System ein. Das wäre hier dann unser 0A, AB. Ja, und wie ihr seht, also das ist wirklich ein Furz hier, diese interne Sequenz. Wird hier uns auf die knapp 1.300 US-Dollar bringen. Also kann sein, dass wir hier hochkommen und dann runtergehen. Ja, also ich gebe da jetzt nicht viel drauf auf diese kleine Sequenz. Wäre eventuell ein kleiner Scalp-Trade möglich gewesen, aber ich bin jetzt hier in dieser etwas größeren Position drin. Das ist ein Trade, der wird sich wahrscheinlich über heute oder morgen noch hinziehen. Also kein reiner Day-Trade, sondern einer, der über 2-3 Tage geht. Aber ist auch okay, die Profite werden dann stimmen und das ist ja das Wichtigste. Also Ethereum-Fahrplan ist klar für euch. Gehen wir auf Bitcoin. Bei Bitcoin hat sich etwas getan. Und zwar haben wir hier heute, beziehungsweise gestern war das ja schon, haben wir hier dieses Ziellevel erreicht. Das Update-Video gestern Abend, da waren wir noch hier in dem Bereich, hier oben, wo ich euch dieses Ziellevel hier unten gesagt habe, sind perfekt rein. Einmal nach oben reagiert, seitwärts gelaufen, ein tieferes Tief gebildet als hier und dann wieder nach oben reagiert. Ja, also erster Einstieg, habe ich euch ja gestern gesagt, waren die 19.042 US-Dollar. Da seht ihr hier, der Markt ist hier ganz kurz reingeblickt und dann nach oben. Oh, was erwarte ich von Bitcoin? Ich erwarte jetzt
Oh, ja, kann sein, dass wir hier nochmal runtergehen und attraktivere Preisziele holen. Also 18.700 und ich werde bei Bitcoin nicht dieses erste Level traden. Habe ich ja gestern zu euch gesagt. Ich werde mich am 61.8. positionieren. Ja, 18.800 irgendwas war das, wenn ihr den genauen Fahrplan nicht mehr kennt von Bitcoin und Ethereum. Oben werde ich das Video verlinken oder am Ende dieses Videos hier. Ich gehe jetzt den genauen Fahrplan nicht nochmal durch. Der sollte klar sein für alle. Und wenn nicht, dann, wie gesagt, schaut euch das Video von gestern an. Da ist alles ausdrücklich erklärt. So, jetzt gehen wir in die Altcoins, in meine Auserwählten, wo ich euch ja schon längere Zeit gesagt habe, dass ich momentan nur diese interessant finde. Wir fangen an mit XRP. XRP haben wir hier eine sehr schöne Sequenz offen. Die haben wir hier einmal hier im B-Level-Wendebereich haben wir hier reagiert, sind nach oben gestiegen. Jetzt haben wir schon vor ein paar Tagen zur erneuten Korrektur angesetzt und haben in dieser Korrektur haben wir hier auch eine bearische Sequenz hier gebildet. Seht ihr hier diese rote? Auch wunderbar ins Ziel gebracht. Ich selber habe den Trade nicht genommen, weil ich mich ja, wie gesagt, momentan nur auf Ethereum konzentriere, solange ich noch meinen anderen Job habe. Und ab Januar werde ich dann auch öfters Altcoins analysieren und euch durchgeben und mit euch analysieren, mit der Community dann. Ja, also wie gesagt, hier, das war ein sehr, sehr, sehr schöner Short-Trade, perfekt ins Ziellevel gelaufen, rausgebounced. Was auch ein Überschneidungsbereich war, kein sauberer, aber es war immer noch ein guter Überschneidungsbereich hier mit dieser bullischen Wendebereiche, schwarze Box. Da haben wir uns auch aufgehalten. Hier kam der Dump runter in unser Ziellevel, nach oben gestiegen. Und jetzt ist hier intern auch eine Sequenz offen. Aber ich trade momentan nur diese schwarze Sequenz hier bei XRP. Und XRP hatte dann dieses Ziellevel hier oben bei 58 0,8 US-Dollar Cent bis 62,3 US-Dollar Cent. Also hier kann man sich noch positionieren in diesem Level, ist nach wie vor valide, passt wunderbar in unsere Struktur. Wir haben hier kein Lower Low im Vergleich zu dem hier gebildet. Ja, zwar ganz knapp, aber dieser Bereich hier ist valide, den kann man jetzt auch noch traden. Das spricht nichts dagegen. Also die Leute, wo gerne Altcoins traden, jetzt ist bei XRP ein guter Zeitpunkt für einen Long. So, gehen wir auf Solana. Solana ist leider jetzt schon seit längerer Zeit eigentlich nicht so bullish wie andere Altcoins. Nichtsdestotrotz kann man es hier bei Solana auch probieren. Wir haben hier diese Sequenz gefinisht. Diese rote hier, das war eine bearische Sequenz, seht ihr hier auch, perfekt, runter, zack und wirklich auf den Cent genau hier unten gefinisht, am attraktivsten Level für die Bären. Und wenn wir das attraktivste Level bei den Bären erreichen, dann müssen wir gucken, es ist sogar wahrscheinlicher, dass wir hier bei Solana, hier haben wir dann hier aus dem Gesamtkorrekturlevel von dieser gesamten Abwärtsbewegung haben wir hier nochmal reagiert, bearish, sind nach unten gegangen und haben jetzt hier in dieser blauen kleinen bullischen, in diesem kleinen bullischen Wendebereich haben wir jetzt auch erstmal reagiert. Ob dieser kleine Bereich hält, um diese große Abwärtssequenz zu durchbrechen, weiß ich nicht. Also bei Solana sieht es nicht wirklich gut aus, Leute. Wir bilden seit Wochen Lower Lows, Lower Highs. Es sieht nicht wirklich gut aus. Probieren hätte man sie können bei Solana in diesem blauen Bereich für einen kleinen Long Trade, aber für mich leider spricht momentan alles für einen Short Impuls. Können wir gucken, wo wir hier liegen. Übergeordnet auf den Tageschart bei Solana machen wir gleich zusammen hier.
Ja, und wie ihr hier seht, wir sind hier auch deutlich unterm Einstiegsbereich. Ja, waren wir hier noch drin, aber momentan sind wir hier deutlich drunter. Also für Solana sieht es echt nicht rosig aus. Vor allem, falls jetzt nochmal bei Bitcoin und Ethereum nochmal ein Dump kommen sollte, sieht alles andere als gut aus. Bei Solana, also würde ich jetzt wirklich noch warten, bis wir hier dieses Level rausnehmen, die 33 US-Dollar hier drüber gehen. Am besten über diese Zone hier, über 34,5 US-Dollar. Und dann würde ich, ja, sogar noch besser, über 35,5 US-Dollar. Dann würde ich eventuell nach einem Long Ausschau halten, aber momentan bin ich bei Solana komplett raus, was Short und auch Long Trades angeht, weil bei Solana sind wir schon so tief, da lohnt sich ja schon fast gar nicht mehr, einen Short zu öffnen, weil die Ziellevel bei Solana wären momentan, kann ich euch auch durchgeben jetzt, nach System. Wenn es jetzt alles so bleiben sollte, wären die Ziellevel bei Solana, seht ihr, hier unten bei 19,6 bis 16,7 US-Dollar, also nochmal ein ganzes Stück hier runter. Ja, also Solana sind wir hier komplett draußen momentan. Ist mir alles zu heikel. Spricht nichts für ein Long und auch nicht für ein Short mehr. So, Matic ist einer unserer Lieblingscoins gewesen. Bei Matic schaut nämlich die ganze Sache gar nicht so schlecht aus. Wir hatten hier eine Sequenz, die haben wir hier oben in dem schwarzen Bereich hier haben wir gefinisht. Danach durfte der Markt auch natürlich zur Korrektur ansetzen in diesen Bereich hier, in diese schwarze Box. Und diese Korrektur hat sich natürlich wieder in eine Sequenz gebildet, die auch wunderschön gelaufen ist wieder mal. Wie ihr seht hier, diese rote Sequenz, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, wunderbar ins Ziellevel gelaufen hier, etwas überextendiert, aber wie gesagt, auf so kleinen Timeframes, bei einem 15-Minuten-Timeframe, das ist normal. Jetzt hat der Markt hier impulsiv nach unten, impulsiv nach oben. Das heißt für mich eher, wäre es normal, wenn der Markt hier nochmal runterkommen sollte, in diesem Bereich, in dem blauen Bereich hier. Und dann hier nochmal intern eine Aufwärtsstruktur bildet, die dann dieses High hier rausnimmt und wir dann somit eine neue schwarze bullische Sequenz hier aufbauen würden, wo uns dann hier oben in diesen Zielbereich bringen würde. Ja, also bei Matic bin ich bullischer als bei Solana. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ziellevel abgearbeitet. Hier ist der große Wendebereich von der großen schwarzen Sequenz. Intern können wir dann nachher die blaue traden, falls der Markt runterkommen sollte, bis in die blaue. Das wären dann 76,9 US-Dollar Cent bis 75,1 US-Dollar Cent. Also kurzum, 75 US-Dollar Cent wäre so ziemlich das attraktivste Kauflevel für einen Long. Sieht gar nicht so schlecht aus, weil wir hier auch intern Lower Lows bilden. Kann sein, dass wir hier dann schon eine interne bearische Sequenz haben, die uns dann hier hinbringen würde. Können wir auch ganz kurz zusammen auch analysieren und gucken, ob das so hinhauen würde. Das sehe ich gleich, dass das gar nicht so schlecht aussehen würde. Ja, also Stand jetzt würde es uns hier hinbringen auf die 74 US-Dollar. Wie gesagt, aber ich rechne dann, dass wir hier bei 75 gute Möglichkeit haben, falls der Markt hier runterkommen sollte. Normal muss er, es sei denn, das hier hat schon für ihn gereicht, um zu stabilisieren, dass wir weiter nach oben gehen, aber normalerweise ist das hier zu wenig. Diese impulsive Bewegung nach oben, das ist zu wenig für einen stabilen Markt und ich gehe davon aus, dass wir hier bei Matic nochmal runtergehen, korrigieren, zumindest in diese blaue Box hier und mit Hilfe dieser blauen Box dann diese Strukturen hier, diese bullischen schwarzen Strukturen weiter fortführen. Wie gesagt, bis oben ans Ziellevel, hier oben 99 US-Dollar Cent bis 1 Dollar und 5 Cent. Das ist Matic. Sieht gar nicht so schlecht aus. Bereiche kennt ihr jetzt. Jetzt gehen wir zu Cardano.
Cardano, Leute, muss ich sagen, sieht alles andere als rosig aus. Wir reagieren bei Cardano seit Wochen und Monaten nur aus bearischen Leveln. Ich habe jetzt hier die bearischen Level nicht alle eingezeichnet, aber ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Wie ihr seht, kann ich auch kurz grob mit euch das durchgehen. Das war hier, zack, bearish, reagiert, neue Sequenz hier, bearish, lower lows. Und jetzt sind wir hier, mehr oder weniger seit dieser großen Phase, seit dieser Phase hier, seit hier hinten, seit Mai, sind wir hier in dieser großen Seitwärtsphase. Und umso länger diese Seitwärtsphase geht und wir immer wieder Lower Lows bilden. Also es kann sein, dass der Markt sich hier die Liquidität abholt, hier in diesem Bereich, und deswegen wir immer tiefer fallen müssen, weil hier Liquidität ist und der Markt hier von hier unten Liquidität holt, um später nach oben zu explodieren. Aber ich sage es euch gleich, Leute, wenn Cardano explodiert, also da gebe ich euch Brief und Siegel, wenn Cardano explodiert, dann explodiert er heftig. Er wird richtig heftig explodieren, weil wir sind hier seit Monaten, wirklich seit Monaten, bauen wir uns hier ein Konstrukt auf, ein Fundament, ein riesiges Fundament, wo den Markt nach oben schießen könnte. Also das. Aber wie gesagt, wir dürfen jetzt bei Cardano halt nicht wirklich noch tiefer runterfallen. Weil wie ihr seht, wir sind hier. Das ist jetzt halt der Bitget-Chart, aber der geht auch bei Null los bei Cardano. Das ist so gut, weil Cardano hat keine so allzu lange Historie. Da gucken wir uns gleich mal an. Wo waren wir hier? 0,762. Dann gucken wir mal, welches Level wir sind hier. So, machen wir noch das 88,2er rein, dieses wichtige Level. Und wie ihr seht, Leute, wir haben uns bei Cardano hier die ganze Zeit, ja, das habe ich jetzt live mit euch hier eingezeichnet. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet gehabt. Wie ihr seht, bei Cardano haben wir uns die ganze Zeit über dem 88,2er gehalten, ja. Und das habe ich euch schon mal diese Woche erklärt, das 88,2er ist eigentlich dieses Level, wo der Markt nicht drunter gehen sollte, mit einer Tages- oder Wochenkerze und drunter schließen, weil das ist so, naja, man sagt so, das ist das Level, wo es für einen Markt danach sehr, sehr schwierig wird, sich wieder zu erholen und nach oben zu steigen. Also es sieht für Cardano alles andere als schlecht aus, alles andere als gut aus. Wie ihr seht, wir haben es hier immer drüber gehalten bei Cardano. Und dann sind wir hier vor 2 Wochen runtergebrochen, haben es kurz versucht, wieder rüber zu gehen, haben es nicht geschafft und seitdem sind wir hier drunter. Und wie ihr seht hier, diese Wochenkerze ist auch schon massiver als die anderen Kerzen. Naja, müssen wir abwarten, aber Cardano sollte, wenn es geht, heute noch oder morgen wieder hier schleunigst hochkommen. Über die 44 Cent, über die 43,5 Cent, um genau zu sein. Schwierig, sehr, sehr schwierig, Leute. Also bei Cardano trade-technisch momentan auch gar nichts. Also wer an das Projekt glaubt, ist jetzt ein super Zeitpunkt, um fürs HODL-Portfolio nachzukaufen. Wirklich günstiger wird es nicht mehr, weil wenn es günstiger wird, dann ist der Coin tot, in meinen Augen. Ja. So, gehen wir noch zu Aavi. Und bei Aavi ist genau ein ähnliches Szenario wie bei Cardano, bloß dass wir uns seit August, Leute, ja, seit August habe ich euch dieses Level schon eingezeichnet, diese schwarze Box hier. Das ist der Wendebereich von dieser großen von dieser großen Stabilisierung hier.
Ich hatte mir das Low bei 45 US-Dollar, sind wir hoch und haben jetzt dann hier zur Korrektur angesetzt und seitdem, seit August, befinden wir uns in dieser Korrekturphase. Und ich habe euch auch gesagt, wenn Avi hier aus diesem Bereich nach oben brechen sollte, dann wird es bei Avi auch explosiv nach oben gehen. In meinen Augen wirklich sehr, sehr großes Potenzial. In meinen Augen bei Avi. Aber wenn wir auch sehen, wo wir eigentlich daherkommen, wo das All-Time High war, da waren wir hier bei 660 US-Dollar, jetzt sind wir bei 72 US-Dollar. Also Avi hält sich wirklich momentan sehr, sehr stark in seiner Box. Und wenn der hier ausbrechen sollte nach oben, sieht es für Avi gar nicht so schlecht aus. Und ich erwarte bei Avi eine der größten Explosionen hier auf dem Markt. So. Und ich würde sagen, das war's dann auch mit dem Altcoins-Update. Ich hoffe, ihr wisst über den Fahrplan Bescheid. Ja, also bei Avi auch hier ist ein super Bereich fürs HODL-Portfolio. Beste Bereich zum Traden waren die 69 US-Dollar. Wie gesagt, ich werde solche Coins dann, wenn ich ab Januar mit der Community dann enger arbeite, werde ich solche Coins öfters analysieren und besprechen, auch in der Mannschaft. Und dann wird es sowas öfters geben. Aber wie gesagt, Altcoins komme ich gerade momentan zeitlich nicht hinterher, euch täglich abzudaten oder zweimal die Woche oder dreimal. Schaffe ich gerade nicht. Und deswegen, ja, müssen wir uns auf Januar gedulden und freuen. So, in dem Sinne war es das jetzt wirklich. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Genießt die Zeit mit der Familie. Denn wie ihr wisst, Geld kommt, Geld geht. Aber ich komme morgen wieder. Bis dann, euer Joe. Ciao, ciao.